Dem ist erst schwer zu sehen, der Kirby. Haben sie gar nicht, oder wie? Und da haben wir endlich ein paar. Da kommen sie aus dem Loch gekrochen. Müsste Schneefchen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Kein Treffer. Täuschend. Ich glaube, da haben wir Kirby gerade gesehen. Wenn wir ihn noch mal sehen, genau. So, auf den Hook. Den guten Mann. So. Villagen könnte man gehen lassen, notfalls. Muss man natürlich nicht. Aber kann man machen. Wow, Alter. Was ein Bug. Ey, nein, du sollst davon keine. Oh, shit, Piss aus dem Arsch. Ich bin so gar nicht gewohnt, muss ich gestehen. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Und mir ein bisschen, ja. Gerade wenn man so aus der Session mit seinen Mails rauskommt, die einen immer so richtig hart zerstören, denkt man sich, ja. Das wird bestimmt richtig heftig. Dann läuft es tatsächlich doch auch mal besser. Und schon ist man verwirrt. Ah, hier hat er schon gezogen. Hat wahrscheinlich in der Tat, oder? Nein. So. Da hinten haben wir den letzten. Ja, genau. Kirby ist weg. Auch kein in der Tat. Merkwürdig. Haben sie überhaupt Perks? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer ein Unbreakable hat. Wir sollten natürlich jetzt schauen, dass wir irgendwie hier aufhaken. Ich kann euch nicht sagen, ob sie auch schon aufgegeben haben oder nicht. Oder so, der Bro rockt hier Ruin, nee, Corrupted Intervention, Pop Goes the Weasel und Nöld. Und hat auch schon... Ja, drei sind schon aus dem Spiel. Und der letzte wird gerade weggetragen.
Ich weiß nicht, wie lange ging das Match jetzt so? Besser als ich dachte. Besser als ich dachte. Wie lange? Hatten sie mir jetzt schon Patienz an. Ja. Das war's schon. Die haben nicht mal einen Gen gemacht. Boah, ich war sehr nervös, muss ich sagen, aber lief doch ganz entspannt eigentlich. Gut gemacht, vom Killer auf jeden Fall. Ja, so, Alerts habe ich wieder angemacht. Assassin's Creed, danke schön für dein Follow, vielen Dank. So, die beiden müssen jetzt natürlich noch ein bisschen bis zum Ende hängen, einfach. Die dürfen sich nicht befreien. Aber sie sterben relativ gleichzeitig. Björn, gern grüß dich, aber ich bin einfach nur gerade voll glücklich, ja. Also, boah, puh, ich freue mich gerade einfach nur, dass das so gut lief, weil ich bin gerade, auch weil das letzte Mal alles so schief ging irgendwie, oh, bin ich glücklich, wenn es jetzt ziemlich chillig ausgeht. So. Heaven, grüß dich. Moin, moin. Genauso wie Mix. Mix habe ich auch nicht grüßt. Korngirl in dem Großbier und Grillen. Hi, hi. Ich würde sagen, wir gucken dann jetzt einfach dann bei unseren Jungs zu und schauen mal. Gut, lieb ist noch der. Ja, puh, ja, wow. Ja. Hat halt auch sehr unkoordiniert gewirkt. Von WTF. Hat ein bisschen unkoordiniert gewirkt. Ich glaube, da ist noch nicht so ein Training drin und so weiter. Ich denke aber, da haben sie noch Potenzial. Also ich glaube, das geht schon noch. Die vier müssen nur einen Gen schaffen. Ja, ja. Außer er macht mehr Hackung als ich, dann müssen wir mehr gehen. Auch nicht, also mich nicht. Hallo, ich weiß nicht, ob das gut genug war. Ich hoffe, es reicht. Max, hast du den Killer von denen? Nein. Weil wir haben den alle nicht. Aber da hat man auch nicht mit gerechnet, dass das ganze Spiel so schnell reingeht. Und wir hören schon direkt den Spaß des Entitus. Flexinatus, C13, Schicks und Counter Raid. Hier wird direkt am Generator gearbeitet. Und wir haben Freddy. Freddy ist grundsätzlich nie eine gute Idee, weil wir haben schon extrem gute Freddy-Runden gesehen. So, da beginnt auch schon der Space. Mehr. Okay. Und Counterweight den ersten Hit kassiert. Oh, da wird an der Scheck geloopt. Gucken, wie lange der Chase von Schatten geht. Pelle Job. Sehr früh. Ja, die Pelle ist weg. Wenn es irgendwelche Basement-Saves geben soll, die funktionieren nicht mehr. Der Madman, der streamt leider gerade nicht. Selber. Dann müssen wir uns das Gerede von den Leuten hier anhören. Und der erste Gen ist bald durch. Ja, ist schon durch. Aber wie gesagt, von Paletten sollte man bei Freddy tatsächlich nicht zu lange abcampen, weil das geht ganz schnell nach hinten los. Man kennt die Gummiarmen. Ja. Wir haben das schon oft genug mitbekommen. Gefühlt noch ein Kilometer Luft dazwischen, Palette wird gezogen, der Hit sitzt trotzdem noch. Gum gum, dum dum. Zweiter Generator zum knappen Drittel fertig. Und schickst du den Chase? Batman hat auf jeden Fall Bock. Ja, dann will ich ja auch nicht die Butter vom Bettbrötchen nehmen lassen. Das ist auf jeden Fall nicht meine. Nächste Säule gefunden. Also die Survivor kommen mir irgendwie so vor, die sind schon ein bisschen überheblich. Also dieser 360 gerade, der Chase in der Dead Zone. Also die sind self-confident. Vielleicht kann man einfach provoken und hofft, dass der Chaser durch Dinger gezogen wird, weil die wissen natürlich auch, dass Madmana sich nicht zu lange auf diese Ultra-Loops einlässt. Das war sehr schön. Guter Moonwalk. Oh, da sind wir auch schon das erste Totem. Die Frage ist, sieht Schix das auf? Ja. Das ist nicht zu sehen. Ja gut, im Eifer des Gefechts übersieht man vielleicht manchmal das Offensichtliche. Und der nächste Generator fast fertig. Oh,
Oh. Cartwright noch am Boden. Wird aber auch liegen gelassen. Da will man dann definitiv ein bisschen Geschwindigkeit aus dem Spiel nehmen. Ja, also ein Survivor, der am Boden liegt, der nicht gerettet werden kann und der keine Gens machen kann. Aber in der Sekunde wird aufgehoben, kommt die Strike. Ah, das ist natürlich das ist ärgerlich. Timing. Aber drei Generatoren schon fertig. Läuft schon mal besser als die erste Runde. Und so wie es aussieht, wird hier getankt. Oder auch nicht. War gut, angetötet hat wahrscheinlich drauf gehofft, dass er gleich einen Gen poppt. Und beide wurde gefunden. Hätte nicht gedroppt. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass sie gedroppt wird. Zieht die Projektion diesmal aber durch. Also jeder, der Survivor ist, momentan wounded. Also an sich leichtes Spiel für Batman LT. Oh, Pellet wird gedroppt. Ja, ich glaube, da hat er gerade draus gelernt. Der liebe Plexinatus. Aber der hat verplant. Warum geht's hier heute nur um Essen? Oh Mann! Er ist natürlich durchziehen die rote Faden. Ja, Matt Pizza, man kennt's. Die Klassiker des gaumerischen Vergnügens. Was? Und nächster Punkt für Metal. Das bisher sieht sehr gut aus für die Survivor, zumindest gen-technisch. Ah, wobei wir da aber auch ganz klar sagen müssen, punktetechnisch sieht es noch gar nicht so gut aus für Wieder und Care aufgrund der Strafpunkte. Strafpunkte? Stimmt. Das heißt, 5 Strafpunkte bekommen. Also es sieht tatsächlich aus, dass die Dash Ducks hier den ersten Punkt nach Hause holen. Ist halt ärgerlich. Aber da wird halt ganz knallhart regelkonform gearbeitet. Es steht explizit drin, Fluchtversuche, Strafpunkte, nicht machen. Ah, da sehen wir Flexi nach von diesem Abhängen. Jetzt haben sie sich erstmal komplett resettet. Ja, und links, rechts, geradeaus, Schicks, erster Hit. Ja, er zieht die Projektion zurück. Ja. Auf wen wird er gehen? Weit ist ein leichtes Ziel, aber es wird getankt. Oder man bricht auch den Chase ab und sucht ein anderes Opfer. Ja, da weiß er auch mal wieder, dass er zu viel Zeit verliert. Die Generatoren, die müssen noch einen Generator machen. Der eine ist relativ weit. Aber da wird sich resettet. Besser ist es wahrscheinlich auch, bevor man weiter Hook riskiert. Ja, und dann springt halt einfach mal der Colette in Freddy rein. Ein Gen noch. Chase jetzt ein bisschen in die Verlängerung. Und er bricht ab. Sieht sich zumindest gut um und da ist das Trio-Geschwader auch schon im Start. Und Plexinatus kassiert. Ja, da weiß man jetzt auch nicht so wirklich. Ich glaube, die Strategie sollte jetzt eigentlich sein, einer so lange wie möglich chasen und der Rest sollte den Generator jetzt versuchen. Wobei, das geht, glaube ich, nicht mit Madrunner auf. Nee. Und bisher waren noch die Chases nicht so die längsten, so kommt es mir vor, auch weil Madmanner die Chases auch gerne abbricht. Ja, die Palette nimmt der letzte Gen lässt sehr hart und lange auf sich warten. Ach, und die 4 Gens oder sind nicht wichtig? Ach, gegen Freddy ist halt auch schon hart schwierig, ne? Er geht doch nur in die Map-Ecke, damit er sie quasi. Damit er ihn wegholt. Natürlich, was denn sonst? Ergibt, weil er kann doch gleich wieder channeln.
trotzdem Zeit verschwenden. Darum ging es ja. Aber dafür Second State. Bisher sieht es doch gut aus. Noch alle vier Survivor im Leben. Einer zum Haken in der zweiten Phase. Survivor extra umscheuchen, damit man keinen Gens macht. Keinen Gens macht. Aber wir müssen uns jetzt hier an den Gegner warten, der nicht am Exit ist. Ist schon relativ weit. Aber mittlerweile ist wahrscheinlich auch, dass sie hier komplett auf den Generator am Anfang stellen. Und schon wieder ein Survivor. Das ist vielleicht jetzt in dieser Liga zum ersten Mal. Wobei sie gar nicht so weit hergeholt ist, weil wenn du in der Ecke relativ weit von den Haken dich down lässt, hat der Killer erstmal definitiv mehr Zeit, den auch wenn du es. Ich müsste ja bloß in Gen campen. Sag mal, hier drängt die Zeit ab. Die haben nur noch einen Generator, den sie machen müssen, dann natürlich auch noch die Pech haben, wenn sie relativ nah beieinander sind. Oh, das könnte. Ja, und damit sind. Entweder kommt jetzt noch ein paar Level-Fest hier, oder? Ja, dann rum. Ja, meine Gens sind schon mal fertig. Wir haben schon mal 10 Minuten. Keine Ahnung, ob er Note bei hat. Und Hook. Sprich, Konto, Punkt auf das Konto von Metal-LB. Hier würden wir jetzt unter Garantie versuchen, so schnell wie möglich zu gehen. Das, was wird das da vorne? Das ist die Hedge. Also, die Spielweise verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ja. Und da liegt eine Person am Boden. Hm, wie ist das so passiert? Ja, kein Notball, ne? Ja, aber das werden wir dann gleich erfahren. Aber wenn das jetzt schon relativ offensichtlich gewesen ist, in dem irgendwelchen Zustand gewonnen zu werden, das spricht entweder für Altersschwäche oder für Null. Oder für beides. Oder für beides. Ja, also das Gate öffnet, zwei werden rausgehen, um die Gruppe zu sichern. Schicks, leider deswegen geopfert, aber wir hatten sowieso keine Chance, denn ein gewisses Perk. Wie viele Escapes haben wir jetzt? So zwei? Schwieriger gestaltet. Und damit Endpunktestand 3 zu 23 für die Dash Ducks. Das heißt, der erste Punkt für die Dash Ducks ist schon mal sicher. Das waren, ja, leckere Punkte, würde ich sagen. Das schmeckt richtig heftig. Weil jetzt... Oh, dabei ist In-Game. Und die schönste Frage des Antitos. Also, das weiß ich. Vielleicht mal ein kurzer Hint, ja auch gut. Und da sehen wir schon die erste Person an dem Auto. Der ist auf Lexinatus noch ein bisschen durchs Maisfeld und Spibbelt. Heute mal mit Frisur, so wie es aussieht. Jetzt hat man ihre Haare. Nicht über den Hinterkopf. So, die Perks von Spirit kennen wir nicht. Wie der Madman jetzt hier spielt, keine Ahnung. Wir gucken uns gleich nochmal die Add-ons an. Ich sag mal, ein langes Schwert hat. Die sie dabei hat. Ja, ich glaube bei den rein von der Waffenoptik dürfen nicht nach. Und zwar haben wir dabei getrocknete Kirschblüte, erhöht leicht die Dauer des passiven Phasenwechsels, erhöht leicht die Häufigkeit des passiven Phasenwechsels. So, und wir haben die Scheide einer uralten Klinge dabei. Zwei Addons. Erhöht die Dauer bis zum Wiedererscheinen von Yamaokas Spuk. Also die Fähigkeit, die lädt sich etwas langsamer auf. Erhöht aber die Bewegungsgeschwindigkeit beim Wiedererscheinen. Okay. Das sind die. Ja,
Nee, ich habe nur gerade festgestellt, dass ich tatsächlich eine Info aus der Regie bekommen habe. Wegen der Strafpunkte, ich habe mein Discord jetzt mal groß auf den anderen Bildschirm aufgemacht. Und da wird gefilmt, filmt wie ein Teaser. Und da hat sich Mechmanner so ein bisschen auf sie eingeschossen. Und das Exodus. Oh, das hat er aber noch gut gehört und wollte es eigentlich noch wegklatschen. Aber naja. Das Perk ist frech, das Totem gemacht wollen da. Du hast heute irgendwie so ein Zerstörungshut auf Perks, kann das sein? Ist Ruin, oder? Ja, also ich find's nur erstaunlich, ups, weil am Wiedercup wurde da nicht so großartig Wert drauf gelegt, das Totem zu machen. Ich bin ein großer Fan davon, dass es jetzt gemacht wird. Ja, da kann ich auch mal nicht zerstören und keine Perks. Ja, aber ist ja die Schlussfolgerung daraus. Ja, das ist natürlich voll cool. Ich fand die Ausdrucksweise trotzdem humorvoll. Oh, hinter dir! Nein, da geht's die Pallet wieder. God Pallet weg! Hab ich jetzt nicht verstanden, God Pallet, die jetzt aus dem Spiel zu nehmen, obwohl die das Angst gehabt. Und Discordance hat sie bei? Ah, der hat aber tatsächlich im Baseball gehört, dass ich dran gearbeitet habe. Also mehr war uns im Gapfel schnell weg. Aber dennoch ein Minute. Und hier geht gleich der nächste Generator an. Wenn Mechmanner sie nicht dran hindern kann. Aha. Leichengen, Widerschlag ist nichts. Ja, du machst aber grundsätzlich nicht verkehrt. Einfach mal ein paar Schläge predicten. Irgendwann trifft einer. Da schon der nächste Hit auf die Yui. Mhm. Ja, Discordance auf jeden Fall. Und da geht's in den Sprint. Guck mal, der ist auch schon fast fertig hier. Die werden aber close sein zum Generator, weil so knapp wie der fertig ist. Weil Metten hier aber auch nicht hittet. Ja, das sieht nicht so ganz confident fühlt wie ein Killer. Würde mich wundern, wenn er da dann aber trotzdem den Killer spielt. Junge, Alter, die rocken hier die Gens durch. Gens. Ah, das ist leider nicht ganz so cool gelaufen, aber solche Runden hat man mal. Kann ja aber auch noch alles drin sein. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, also wir wissen schon, aber eher nicht, was im Endgame noch gespielt wird. Ob im Endgame was gespielt wird. Da ist auch schon der nächste Generator der Hälfte. Krass. Da wird sich gehalten. Aber ich nehme das mit, weil es wird von Iron Will gespielt. Wie man offensichtlich hört. Ganz offensichtlich. Okay, da wurde glaube ich mein Facebook eingetäuscht. Ja, klappt grundsätzlich ganz gut, wenn man nicht weiß, worauf man. Boah, was? Eigentlich auch fast eigentlich mehr im Low-Rank-Bereich. Nice. Der hat ihr den abgerottet, würde ich sagen. Gut gedodged auf jeden Fall. So, zweiter Hook. 10-2. Wir finden jetzt hier auch die Escape-Punkte oder versucht man noch zu gucken? Weil sie sind wundet. Oder mittlerweile alle 30 sind wundet. Die müssen nicht wissen. Aber jetzt unmöglich, dass. Ich denke mal, Node hat er auch noch bei. Genau im Grenzbereich zwischen den zwei Generatoren. Noch ein Punkt? Spirit ist halt ein unglaublich sound-affiner Killer, gerade wegen des Facewalks. Wenn man da nicht richtig auf die Sound achtet, dann kann man schon ziemlich viel nach hinten losgehen. Ist Node jetzt gefallen? Ich glaube, Node ist jetzt gefallen. Ja, ich glaube, wir versuchen einfach so ein bisschen mit Tanks zu arbeiten. Wie sinnvoll das Ganze am Ende des Tages ist, ist zwar fraglich, aber müsste man mit Tanks in Folge halt sein. Okay, das können wir uns jetzt über Details streiten, natürlich. Aber grundsätzlich ja. Ah, was machen die Survivor? Was machen die jetzt? Okay, Dwight ist schon mal geheilt.
Immerhin etwas. Allerdings wurde die Claudette gehört und ist nun ein Chase. Mal gucken, ob wieder eine Map weggerannt wird. Ja, wobei es immer noch ziemlich close zum Ausgang ist. Ja, da wird nicht angetäuscht, damit. Ja, doch, das war, glaube ich, ein kurzer Antäuschversuch. Steht die Pallet noch? Nee. Pallet schon weg. Noch Zeit, eigentlich jetzt die Ausgangstore zu öffnen, wenn sie nicht auf 99% hochgedoppt wurden. Claudi fällt noch um, auf jeden Fall. Genug Zeit, die Türen zu öffnen. Falls sie noch nicht offen sind. So. Bewusste Entscheidung, versucht man jetzt zu entkommen. Was wird hier passieren? Erster Hook für sie 13. Sü. Eigentlich Reset und los. Ich glaube, die gehen raus. Alles andere wäre halt nicht klug. Ja, wieso nicht klug, Digga? 99% gelassen. Na, Nair ist schon mal raus. Da sind 2 Punkte gesichert worden. Schafft 4 Punkte. Zumindest einen kleinen Punktausgleich. Ja. Sü 13 wird wieder am Haken. Gop. Ja, und damit ergibt sich der sagenumwobene Punktestand von 5 zu 16 Punkten für das Team Dash Ducks. Oh, jetzt sehen wir gleich die umgekehrte Partie mit Duskenick als Killer. So, wegen, nur damit irgendwie die Perks verdeckt sind und scheiße, man nicht instant sieht, was Oni! Also gut, jetzt kann man es natürlich sehen, aber. Meine. So, und let's go. Oni, welche Perks, welche Addons haben wir dabei? Mäßige Position. Was machen denn so eine Addons? Seine Addons machen. Er verlängert das Lilane, verlängert die Dauer von Blutzorn. Deutlich. Und das andere erhöht deutlich die Laderate für die Aktivierung, um Dämonensprint zu starten, während Blutzorn aktiv ist. Okay, erster Hit, sehr wichtig. Erhöht deutlich die Laderate. Er hat auf jeden Fall Corrupted Intervention bei. Sieht man ja, weil die Gens noch gesperrt sind. Er hat selber die Perks verdeckt. So, Team Dash Ducks würde ich sagen, da kommt das erste. Und er hat auch gerade noch verraten, dass er Ruin hat. Die Möglichkeit, Pressure auszuüben an den Gens. Ich glaube, sie haben noch nicht mal einen angefasst. Da wäre ich mir nicht so sicher. Der wurde angefasst. Da kommt auch schon die Rettung. Avon Clave ist schon wieder runter vom Haken. Schniefchen angeschlitzt. Ach, da ist er lang. Okay, das ist egal. Bleiben kurz bei unseren Gens. Ja. Blutzorn aktiviert. Palette down. Er verfolgt Momo O'Valley. Momo O'Valley geht down. Direkt in die Fresse mit der Keule von oben. Dämonensprint rüber zum nächsten. Jan hat schon den nächsten gefunden. Wird wahrscheinlich auch wieder an der Palette stehen bleiben. Nein, nicht. Geht down. Wäre mal an der Palette stehen geblieben. 2 down. 3 down. Ach du Scheiße. 3 down. Jetzt muss er, glaube ich, jemanden aufheben. Er muss jemanden aufheben, sonst verliert er alle. Wir kennen das. Schnell zum Hirn gekommen, die guten Kerle. Nee. Zack. Man kennt's, wenn man sluggt. Grad 3 ist die beschissenste Zahl, 2 ist ganz gut. Bei 3 wird's dann schon schwierig, alle 3 an den Haken zu kriegen oder den 4. noch umzuhauen. Das ist natürlich schon relativ schwierig. So, wir haben hier, glaube ich, jetzt 19. Ne, 18. Ich denke, wir haben hier 18 Punkte. Dieser
Ne, 19 war richtig. Die Blut. Wir müssen ab und zu mal ein bisschen die Nase reinhalten. Ein Gen wurde gemacht, 2 Punkte. Den ersten Gen an. Das war früher oder später. Für Team We Don't Care. Alles gut, alles gut. Okay, und sie kommt einfach zu weit. Wir sammeln dann hier lieber ein bisschen Blut ein, bewachen sie noch ein bisschen. Wird bestimmt gleich früher oder später einer kommen. Wir haben hier noch 300 Gens, die man auf jeden Fall noch bewachen kann, so ein bisschen. Und sie können in Phase 2 drücken. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Wut. So, Wut ist voll. Er könnte direkt wieder switchen, wenn er jemanden sieht. Überhaupt in Phase 2, die anderen haben sich hochgeheilt. Ist vielleicht jetzt nicht die beste Zeit dafür. Jetzt müssten sie eigentlich Gens machen, während ich hier campe. In der Theorie. Weil ich habe ja die Wut bereit und da jetzt, da jetzt zu saven ist unglaublich dämlich. Da ist keiner dran. Wahrscheinlich so, als würden sie Kirby einfach gehen lassen. Nee, doch nicht. Sie versuchen sie zu holen, aber er aktiviert natürlich selbstverständlich seinen Blutzorn und klatscht jetzt hoffentlich ein wenigstens um. Ja, der David ist auf jeden Fall hinüber. Den würde ich auch gleich hängen, aber ich denke, er wird weiterlaufen. Ja, okay. Bringt er ihn in den Keller? Ist der Keller überhaupt dort? Oder ist der Keller in der Killer Shack? Der Keller ist in der Shack. Verfolgt ein bisschen Kirby. Okay, noch ein Gen. Der hier einfach dran saß. Okay, das ist natürlich nice. Hast du einen Sprint Burst ready? Ich nehm's mal an. Nee, hast du nicht. Okay. Und da ist noch einer. Natürlich beide Verletzten am Start. Das ist sehr gut. Einfach M1, Alter. Oh. Das ist natürlich sehr schade. Sehr schön. Alter, was ist denn da an Blut? Holy moly. Was macht er jetzt? Wir werden auf jeden Fall retten gehen. Denke ich. Kann man hier mal so ein bisschen ablocken, aber sie scheinen eher Gens zu priorisieren und lassen ihre Mates nach und nach sterben. Aber ich meine, gut kann man machen. Gens gegen Mates tauschen. Kann man tun. So, damit ist er jetzt tot. Und wir holen uns den nächsten. Oh, oh Gott. Links und rechts im Gesicht. War denn noch? Der ist ganz weit hinten. Okay, das ist zu weit. Da verpulvern wir nur unsere Wut und kriegen ihn nicht. Die anderen sind sowieso alle verletzt. Wir haben hier rechts noch einen riesigen Blutsee. Und das sollten wir dann auch nutzen, ja? So, da kommt dann der nächste Haken. Ich trage schon mal einen Punkt ein. Wow, das war ja natürlich ordentlich. Und schon wieder voll. Sehr geil. Drin war irgendjemand. Ja. Ja, und tschüss. Sehr schön. So, die gute Frau müssen wir jetzt natürlich liegen lassen. Hedge gefunden. Ja, ab zum Haken. Vorkill haben, oder? Ich meine, letztendlich ist auch egal. Ja, Mann. Wir könnten jetzt einen umbringen und hätten es auch oder so gewonnen. Aber mehr oder minder müssen wir jetzt schon auf unseren Vorkill gehen. In der Theorie. Und interessanterweise ist Kirby noch am Start, ja? Das muss man sich mal geben. Kirby lebt noch. Nice ist sie. Doch noch gesaved, was? Oh, und Aimclave ist auch nochmal runtergekommen. Halleluja. Dann hast du auf jeden Fall einen Unbreakable und hast mich weggelockt. Das ist natürlich nice. Gut, da hängen da Schniefchen auf. Das gibt natürlich dann auch noch mal ein paar mehr Punkte. Aber ich denke, es müsste schon rum sein, oder? Ich weiß nicht, das ist alles noch so ein bisschen für die Fans. So. Fans treten eigentlich überflüssige Zeitverschwendung. Dadurch, dass wir Ruin nicht mehr haben, sollten wir eher auf Kills gehen. Kann sein, dass sie jetzt hier den Gen pushen möchten.
Aber nö, sie knieken in der Ecke rum. Tot. Ich versuche nochmal irgendwie ein, zwei Gens anzukriegen, um nochmal ein paar Punkte zu generieren. Hat er Bambusel? Konnte ich jetzt leider nicht sehen. Ich hab ihn auch nochmal abgehakt, sehr schön. So, da bringen wir sie um. Elvenclave ist dann tot. Und dann haben wir noch zwei Leute. Gar kein Hook. Immer den am Hügel, oder? Boah, hopp, 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 den in am Tor. Lass mal. Für alle Fälle, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, Leute. Bringt jetzt ein Kill zwei Punkte oder einen? Oder zählt der Haken? Das zählt der Kill. Oh, nicht schlecht. Haben sie noch gepusht. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ah, guten Tag. Die gute Dame. Die ist aber einfach nicht mehr im Start. Der Weg ist zu weit. Der Weg ist zu weit, Freunde. Da hinten haben wir ein paar Kratzspuren von Kirby. Und da haben wir auch die Luke. Das ist ja interessant. Sehr wichtig. Ich will ihn halt noch finden. Schniefchen liegt. Ah ja. Alles klar. So, Schniefchen hat definitiv kein Unbreakable mehr. Das hat sie schon genutzt. Jetzt holen wir uns. Aber Schniefchen könnte jetzt noch rumliegen bei der Luke. Schicht im Schacht. Aber da hinten sind auch noch. Weiß nicht, ob er Schniefchen noch findet. Sehr schön. Ich glaube, er wollte mich jetzt noch super weit wegführen, damit eventuell Schniefchen jetzt noch auf die Luke schaffen sollte. Könnte funktionieren, aber die Wut macht da, glaube ich, macht da nicht mit. Wenn ich dann gleich rage, dann bin ich instant hinten. Bevor er auf jeden Fall im Haken verendet. Dann muss ich. Denke ich, hoffe ich. Was müsste klappen. Joppa! So, und da haben wir ihn. Vorkill. Kirby, mich noch wegzulenken, um vielleicht noch zwei Escape-Punkte rauszukitzeln. Nice Ding, und damit ist es im Sack. Nice Runde. Hat Spaß gemacht. War viel entspannter als im Training, Alter. Ich bin so geschwitzt. Oh, das war schön, das war schön. Ja, schöne Runde. So, sehr schön. Ah, freut mich doch. Von Zugabe. Ja, Zugabe. Schönes Ding. Ah, oh, jetzt können wir noch ein bisschen bei den anderen zuschauen. Das ist auch ganz angenehm. Na, guck mal weiter. Der Stocks. Okay, sehr schön. Okay.